Die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten nähert sich mit großen Schritten dem Gerichtsprozess gegen Carlos. Nicht mehr lange, dann werden Fans der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten erfahren, ob Carlos wirklich unschuldig ins Gefängnis wandern wird. Mit der bevorstehenden 8000. Folge, die RTL am 15. April 2024 zeigt, will RTL erneut einen Meilenstein in der deutschen TV-Landschaft setzen, und zwar mit einem spannenden Thriller. Seit 8000 Folgen geben alle, die an dieser Serie arbeiten, ihr Herzblut für diese Daily, kommentiert Produzentin Dominique Moreau das große Jubiläum. Auch nach 32 Jahren macht es Spaß, Geschichten zu erzählen, die wie im echten Leben sind, kein Tag ist gleich. GZSZ, Prozess gegen Carlos am Jubiläumsabend, steht eine monothematische Folge mit Katrin, Ulrike Frank, Tobias, Jan Kittmann, Alicia, Joseph Engbressel und Carlos, Patrick Fernandes, im Gericht auf dem Programm. Dann heißt es, Gerechtigkeit und Liebe oder Knast nach Intrige? Die aktuellen GZSZ-Vorschauen lassen darauf schließen, dass es in der Serie bereits ab kommender Woche richtig zur Sache gehen wird, bevor der dramaturgische Höhepunkt im vermeintlichen Mordfall folgt. Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am 5. April um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen. In der kommenden Woche überschlagen sich die Ereignisse. Während ihres Kino-Dates mit Paul, Niklas Osterloh, findet Alicia den entscheidenden Hinweis darauf, dass Tobias gelogen und Carlos die Wahrheit gesagt hat. Dabei handelt es sich um einen Strafzettel. Alicia kann nicht fassen, dass ihr Onkel wirklich gelogen hat und ihr Freund deswegen unschuldig im Gefängnis sitzt. Ihre Enttäuschung ist riesig und sie stellt Tobias ein Ultimatum. Entweder er geht zur Polizei, oder sie tut es. GZSZ, Tobias intrigiert gegen Alicia. Doch so weit wollen es Katrin und Tobias nicht kommen lassen. Katrin überredet ihren Mann, im Zimmer seiner Nichte nach dem verdächtigen Strafzettel zu suchen und sorgt dafür, dass Alicia in dieser Zeit in der Agentur beschäftigt ist. Derweil freut sich Alicia bereits ahnungslos darauf, Carlos im Gefängnis wiederzusehen und seiner Anwältin das entlastende Indiz zu überreichen.